Im April diesen Jahres wurden im Serengeti-Park in Hodenhagen 3 Löwenbabys als Drillinge geboren. Als Taufpaten wurden Sarah und Tic Tac Toe ausgewählt, da die 3 alle im Sternzeichen Löwe geboren sind. Am 25. Juni war es dann endlich soweit. Die mittlerweile 10 Wochen alten Löwenbabys wurden auf die Namen Sarah, Jessie und Lee getauft. Ich bin die Sarah, ich habe am 24.07. Geburtstag und mein Sternzeichen ist Löwe. Ja, ich bin die Lee, ich bin von Tic Tac Toe, ich habe am 29.07. Geburtstag und bin auch Sternzeichen Löwe. Ich sag das nicht. Ich bin die Jessie, hat am 4.08. Geburtstag und bin auch Löwe. Wir mussten uns natürlich erstmal rantasten, um erstmal zu gucken, wie die Tiere überhaupt reagieren auf uns, weil die uns auch gar nicht kannten und fremde Menschen, fremder Geruch und das war dann schon ein bisschen schwierig. Wir waren schon ein bisschen zickig, weil sie auch Angst hatten, aber hinterher ging es. Also man hat uns dann gezeigt, wie man die festhält und dass man halt krault und ich habe gemerkt, wenn man mit denen spricht, dass sie dann, sich dann auch ein bisschen beruhigen, halt auf sie eingehen und dann ging das eigentlich, also war schön. Ja. Die 3 Löwe-Mädchen verbindet nicht nur ihre Liebe zu Tieren, sondern auch die musikalischen Ambitionen. Mit Nie wieder landeten die 3 einen Riesenhit. Zurzeit ist Sarah mit ihrer Solo-Single Dafür lieb ich dich auf dem Weg an die Chartspitze. Obwohl Tic Tac Toe bei dem Song nicht mitrappen, spielen sie im Video mit. Ich habe halt die beiden gefragt, ob sie nicht Bock hätten, im Video halt mitzuspielen, weil mir das total wichtig war, das Thema Freundschaft und Liebe halt mit Jessie und Lee zu visualisieren, weil sie halt für mich ein super schönes Beispiel für eine ganz tolle Freundschaft sind. Und weil zwischen uns 3 halt eine super schöne Freundschaft entstanden ist. Daher spielen die beiden mit und ich fand das auch total klasse, dass sie das gemacht haben. Immer mehr. Es fällt zwar manchmal schwer, sich die Wahrheit zu sagen. Und es ist nicht ganz so einfach, manche Launen zu ertragen. Doch ich sag dir was auch immer war. Denn drauf ankam, warst du für mich da. Es ist nicht so, dass ich die Texte selber schreiben kann. Das ist klar, das mache ich nicht. Aber Burger, unser Produzent und Komponist, alles in einem, hat das super toll drauf, unsere Gefühle und Gedanken zu einem gewissen Thema in Worte zu fassen. Also wir sagen immer, er schreibt den Soundtrack zu unserem Leben. Die Single Dafür lieb ich dich und das dazugehörige Debütalbum Spießerparadies werden erstmal Sarahs letzte Soloprojekte sein, denn die 3 wollen wieder zusammen ins Studio. Ich meine, darum wirst du mich nie verstehen. So schnell wie möglich. Also der Plan ist eigentlich übernächste Woche Montag fangen wir an und gucken mal, was dabei rauskommt. Wir werden selber alle 3 reingehen. Und es kann eine Single raus entstehen, es kann 2 entstehen, es kann ein ganzes Album raus entstehen. Also, wir lassen uns erstmal überraschen. Wir dürfen also gespannt sein, was für einen Stil die neue Musik haben wird und ob die 3 so gut zusammenarbeiten, dass Sarah zum festen Bandmitglied wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.